is so messed up. I told Daniel. Fucking Finn. Hey, get mad later. We got shit to do now. If something happens, fuck me. It's okay. We're gonna get them. Bring them back. Thanks for coming with me, Cassidy. Don't thank me. I'm gonna kill Finn myself. Und damit willkommen zurück zu Life is Strange 2. Es geht weiter. Ja, was wir schon befürchtet haben, ist eingetroffen. Noch in der gleichen Nacht. Und nun liegt es an Cassidy und Sean. Can't believe it. We were gone, what? 10 minutes? 20? Shh, don't tell her. We don't want Big Joe to see us. Gate's wide open, so let's mosey on in. Fast. Okay, wir sind schon dahin gefahren. Okay. Ja, es liegt es an uns, die beiden aufzuhalten von einer ganz, ganz dummen Idee, die sie da vorhaben und die ganz bestimmt nicht gut geht. Denn Big Joe und die anderen, sie sind bewaffnet. Und ja, ein Schuss genügt und dann bringt uns die Kraft. Von Daniel auch nichts. Dann könnten wir höchstens die Kraft von Max gebrauchen, aber die ist gerade nicht hier. Und deswegen müssen wir jetzt umso vorsichtiger sein, denn es könnte hier wirklich um Leben und Tod gehen, wenn wir irgendwas Blödes machen. Wie beispielsweise nach links und rechts laufen, wo es nicht weitergeht, aber man testet es halt als Spieler aus. Tut mir leid. Vielleicht finde ich ja noch ein Souvenir oder so, was ich... Nee, okay, schon gut. Nein, bleiben wir ernst, denn das könnte nun wirklich böse enden, wenn wir Pech haben. Und ich habe schon so meine Bedenken. Somebody build a lock. Of course. We probably gotta check a car. One truck is missing. See? Those tracks are headed out. Fuck. At least they didn't wake Big Joe up. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. I'll check the car, you do the truck. Oh weia, okay. Ja, ein Wunder, dass Big Joe nicht wach wurde. Denn das war bestimmt nicht leise, wie das aufgesprengt wurde durch Daniels Kraft. Hoffentlich haben wir genauso viel Glück. Das ist der Truck, nehme ich an. Figures. Check the other door now. Ja, okay. Ohne Schlüssel wird da eh nichts laufen, ne? Also. Aber gut, ich teste gleich mal die andere Seite. Sean, I checked the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. We need to. Maybe the car then? Check it out. So, all the doors are locked, but we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck, just in case. Sean Diaz, you're full of surprises. Plus, we could, mess with all the other cars. So Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. Okay, der Plan ist schon mal gut. Die Haube öffnen. Ich hoffe, Sean weiß wirklich, was er hier tut. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie er das kurz schließen will. Okay, die Haube ist aber auch zu. Ansehen noch. I can wreck that engine. If I can open the hood. Gut, dann brauchen wir halt doch irgendwas, um das aufzumachen. Das Fenster, was willst du damit jetzt machen? Okay, wichtig ist es, dass wir keine Geräusche machen, sonst könnte hier wirklich Dramatisches passieren, was wir vielleicht nicht wollen. Gut, ich denke mal, ich werde Schrott. Dumbass. Ja, das wird Ärger geben, auf jeden Fall. These bunch of pigs sure don't care about this place. Okay, also hier ist schon mal nix. Aber vielleicht da hinten in dem Schuppen. Da finden wir bestimmt was. Ich gehe am besten gleich hin. Just gotta get in that truck and start her up. Ja, Werkzeugkasten, das ist doch schon mal gut. Gotta be something here I can use.
So, was könnte man denn gebrauchen? Den Schraubenzieher bestimmt, ha? Might use that to force something open. Finn is so fucking stupid. So, willst du den Rest auch gleich mitnehmen? Forget it. Ja, dachte ich mir schon, aber hätte ja sein können, dass du es später irgendwann mal brauchst. Aber okay, nur den Schraubenzieher offenbar. Gut. Bärschädel. Da lässt sich nichts machen. Metallkiste aufbrechen, das ist eventuell wieder ein lauter Akt, hä? There might be keys inside. Aber wenn du das auch... Wie will er das denn aufbrechen? Ich habe halt Angst, dass er dann Krach macht. Nothing over here, man. Ob er das mit dem... Da hinten ist das Haus und Big Joe. He's just right over there. Ja, zum Glück. This plan is crazy. Bisher einen recht guten Schlaf. Ich da jetzt schon geschaut. Ach ja, in die Kiste da geguckt, ja. Ist die gleiche. Okay. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, ne? Aufbrechen bei Metallkasten. Ich wurde zweimal gewarnt, bloß kein Geräusch zu machen. Metallrohr. Aber, die Tür aufzubrechen würde auch Lärm machen. So viel ist sicher. Ich nehme sie mal mit. Nice. Vielleicht haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, das anzugehen. Das wäre ja mal ganz cool. Holy shit. That's why there's no critters around here. Rattengift? Ja, das wird mir jetzt hier nicht helfen. Hast du das jetzt... Das Schließfach. Konntest du das jetzt nicht aufbrechen, oder wie hast du das versucht? Come on. Get in there, fucker. Das war jetzt aber auch laut. Shit. Okay. Okay, das war jetzt quasi unser Joker. Wenn wir jetzt noch einmal Krach machen, haben wir ein richtiges Problem. Also nochmal was aufbrechen ist nicht drin. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Hier ist ein Hammer. Ja, super, da wird es noch lauter. Patronen, aber keine Pistole. Klebeband schon wieder. Ich hätte vielleicht das nicht aufbrechen sollen. Lieber was anderes. Ja gut, jetzt haben wir das Ding offen. Jetzt machen wir das Beste draus. Ich könnte mit dem Ding brechen. Danke. Ja, super. Und wie soll ich das lautlos bitte machen? Don't think I can use that. Seltsam, dass ich zweimal Klebeband sehe, aber okay. Yeah, no. Die Patronen. Man, that guy is really not joking. Patronen nehmen. Ich nehme mal mit, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach so, das war wieder nur ein Souvenir. Oh, okay. Hätte es sein können, dass ich noch eine dazugehörige Waffe finde, aber gut, dann wohl nicht. Ist vielleicht auch besser so. Okay, ja, wir haben anscheinend das, um das Auto aufzubrechen. Aber wollen wir es nicht zuerst kurz schließen? Ich meine, weil das Kurzschließen wahrscheinlich weniger Geräusche verursachen würde. Genau, das sollten wir auf jeden Fall tun, damit er uns nicht nachkommt. Zumindest nicht so schnell. Deswegen der Schraubenzieher. Wollen wir die anderen Reifen auch noch zerstechen oder meinst, reicht der eine? Ja, wir machen lieber alle, weil ein Ersatzreifen hat jeder mal dabei. Aber vier Stück auf einmal dann eher weniger. So. Damn. That was fun. Noch die andere Seite. Not gonna follow us now, motherfucker. Oh Mann, aber danach müssen wir sowas von abhauen von der Gegend. Dann sind wir wieder auf uns alleine gestellt, wie so oft. Und das geht jetzt nicht mal so 100% auf Daniels Kappe. Finn war da halt auch ein ganz schlimmer Indikator und hat quasi Daniel da doch sehr negativ beeinflusst letztendlich.
Beziehungsweise er hätte einfach Seans Entscheidung akzeptieren müssen und respektieren. Aber jetzt so das eigene Ding da mit dem Kind zu drehen, ist einfach unter aller Sau. Muss man ganz klar sagen. So. Okay. Ich schätze, ich kann jetzt nichts anderes machen. Ja, ich will halt nur sicher gehen. Okay, ich soll die Fahrertür aufbrechen, sonst nichts. Ich hoffe, wir können das Ding wirklich flott... ich... Oh, fuck it. Let's rush. Ach, du Kacke, doch nicht so... Ich wollte doch einfach nur sagen... Let's get out of here. Drive. Fuck this shit. We did it. But it was so close. Ja, toll, aber hat's gemerkt. Das hätte ich. Ja gut, mit dem Hammer hätte das auch gemerkt. Oder so wäre es laut geworden, oder? Ich dachte eigentlich, ich sag Kaiseki nur eine Zustimmung nach Motto, ja, wir fangen jetzt an, aber dass sie dann die Initiative ergreift, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mit dem Hammer wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber ich denke, das Resultat wäre ungefähr aufs Gleiche hinausgekommen. After the night we've had, this is basic karma. Shit, right? I want this to continue, Cass. We should go. They might not even be inside yet. Die sind schon sowas von drin. Wir hatten jetzt einen deutlichen Vorsprung gehabt. Oh shit, ey, das. Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy. I'm stupid. We gotta catch him. Wir müssen uns echt nochmal gut umsehen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Hilfreiches. Ich habe echt die Befürchtung, dass einer von unseren neuen Freunden da vielleicht einen Schuss abbekommt oder so. Und was wollen wir dann dagegen tun? Ich habe echt Panik davor. Also, den Brüdern wird ja nichts passieren. Es gibt ja noch zwei weitere Episoden, muss man... Obwohl, ja. Maybe we can stop them before they fuck up. Wenn wir vielleicht verletzt werden, es könnte alles passieren. Aber ich habe halt auch Angst um Cassidy und... Ja, vielleicht ein bisschen auch um Finn, auch wenn er ein Depp ist. Sehr, sehr guter Soundtrack gerade wieder. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau... What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Also ich weiß nicht, ob er sich da wirklich rausreden kann. Wir wissen ja, wie heftig Meryl sein kann. Finn, I'm gonna kick your ass if Daniel gets hurt. I just don't know if we can ever trust Finn after this shit. I wouldn't. Hannah is gonna go ballistic. Guess you have to tell her too. Hell yeah. She knows how to deal with his ass. Let's deal with this situation first. Wieso sind ausgerechnet hier so viele Missing-Poster? Ich denke, dass wir da rein müssen. Da wird wohl der Safe sein. Huh? Ich gucke noch draußen. Vielleicht finde ich noch irgendwas Sinnvolles. They've gotta be close. Just follow their trail. Ja, die sind natürlich da, wo der Safe ist, ne? Finn weiß ja ganz genau, wo der ist. Alles andere wäre ja richtig blöd. Okay, hier ist aber auch nichts, was ich mitnehmen könnte oder so. Things are going way too fast tonight. Feels like what happened with Cass is just a dream. Ja. Ich denke, wie gesagt, es wäre so oder so hinaus, darauf hinausgelaufen. Ich fand es auch mal wichtig, dass Sean einen schönen Moment für sich hatte. Ich denke, das Drama war ja eh unausweichlich, da müssen wir uns nichts vormachen. So sehr, wie ich mich um Daniel bemüht habe, aber der Einfluss von Finn war einfach zu groß. Und das sind die beiden auch, sie stehen vor der Tür. Okay. Ah, shit.
You scared the shit out of me. Good. What the fuck are you doing? Didn't we settle this, man? Shh. You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And use a fucking kid? He's 9 years old. He asked me for it. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole, I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Die Entscheidung hatten wir doch schon mal. Warum sollte ich jetzt was daran ändern? Gut, wir rein theoretisch, wir sind schon hier. Wir kriegen Ärger. Ich meine, auf wen fällt's zurück? Ne? Und die werden uns bestimmt nachgehen und nachjagen. Nee, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ganz ehrlich, wir haben jetzt einen Monat, waren es 2 Monate sogar lang geschuftet. Wie die Blöden, wir haben einen guten Batzen Geld zusammen. Natürlich wäre es eine Absicherung, wenn wir es lebendig dann irgendwie rausschaffen. Aber die im Nacken zu haben, das will ich nicht. Also ich bin nach wie vor nicht der Überzeugung. Außerdem will ich da auch ein bisschen Cassidys Weg einschlagen, die auch dagegen ist. Und ich finde es einfach, das Ganze, wie das abgelaufen ist, auch wenn wir jetzt kurz davor stehen, gegenüber Daniel, das können wir einfach nicht bringen. Ich möchte diesen kriminellen Weg nicht einschlagen, weil das wäre dann wirklich zum ersten Mal, dass wir wirklich bewusst etwas Kriminelles tun. Okay, wir haben illegal gearbeitet, aber das zähle ich jetzt nicht als so verwerflich an. Nee, nie im Leben, das tun wir nicht. Ich said no fucking way, Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No, why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No, I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. I could do what I want. Crazy. Oh, man. The fuck are you doing here? Shit. Don't move. Don't shoot. What the fuck? How many are you? Just us. It's just us. All right, move your asses over there. Now. Meryl. boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you- Shut up! This is how you repay me? Stealing from me? No, it's not about you. I thought you were different, smart, but you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich bin echt mal gespannt, wie das hätte noch ablaufen können. Ich glaube, vor der anderen Entscheidung hätten wir
jetzt nicht so sehr mit Cassidy abgegeben. Wobei man auch das, ich habe davor, ne, ich bin früher ins Zelt gegangen, ich wollte ja irgendwie den Kontakt wieder mehr zu Daniel finden. Aber ich denke jetzt gerade das letzte Techtelmechtel, das ich mit Cassidy hatte, hat jetzt auch ein bisschen daraus hinzugeführt, dass Daniel eben jetzt so widerspenstig die Tür aufgebrochen hat. Vielleicht hätte er gehorcht, wenn ich immer bei ihm gewesen wäre, aber gut. Ist jetzt eben so gekommen. Hier an der Stelle, ich habe echt Angst, dass Meryl jetzt irgendjemand erschießen will. Quasi als Strafe, als Lektion. Vielleicht will er uns auch nur Angst machen, aber ich habe die Befürchtung, dass er echt jemanden eventuell erschießen will. Damit es nicht ich bin, werde ich jetzt erstmal gehorchen. Ich wäre sogar, das sage ich euch gleich, dazu geneigt, dass wir jetzt Daniels Kraft benutzen. Einfach damit die Waffe weggeschleudert wird und wir Meryl vielleicht überwältigen können. Ich wäre diesmal wirklich dazu geneigt, die Kraft zu nutzen, wenn ich die Chance bekommen würde. Ich sag's nur schon mal im Vorab. Vielleicht aber auch situationsbedingt auch anders. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. In dem Moment jetzt auf jeden Fall erstmal gehorchen. Do what he says. Don't worry. We're on our knees, okay? Meryl? No. Finn, just do it. Don't break my balls now, kid. Daniel, you got this. Don't move. Just get on your damn knees. Yeah, now. He can't do this. Don't fucking move. It's not like I want to do this. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore. You shot. Ich bin diesmal für Daniels Kraft, weil ich bin der Überzeugung, dass Meryl jetzt wahrscheinlich Finn erschießen wollen würde. Ich weiß es nicht 100%, ich habe aber die Angst davor und natürlich kann, wenn wir jetzt die Kraft benutzen, kann alles noch viel schlimmer eskalieren und ausgehen. Ich werde es eventuell bereuen, aber wir benutzen diesmal die Kraft. Ja. Oh, es ist... Normalerweise habe ich mich immer dagegen gestellt, ne? Und wir sind mit dem Zug, es nicht zu tun, eigentlich immer gut gefahren. Immer. Aber diesmal... ist echt dieses Leben in Gefahr. Und deswegen... Shit, da ist noch eine Waffe.
Du Scheiße, was habe ich getan? Ja, das kann das so jetzt nicht. Oh Mann. Ja. Ja, Freunde, das war Life is Strange 2 Episode 3, die nicht dramatischer hätte aufhören können. Wohl teilweise auch durch unsere nicht so gute Entscheidung. ja, da habe ich mich einmal für die Kraft ausgesprochen, aber eben nur, weil ich ein Menschenleben in Gefahr sah und jetzt haben wir vielleicht mehrere verloren. Vielleicht, also... Auch wenn das jetzt überhaupt nicht gut aussah, das ist jetzt halt ein Cliffhanger für Episode 4, also er glaubt doch jetzt nicht, dass Daniel oder Sean was passiert ist, ernsthaft. Also klar, wir wissen, dass Daniel definitiv angeschossen wurde, dass, und wenn die ja wirklich da schon die halbe Nacht liegen, wenn das dann, ach du Scheiße. Aber nee, ich meine, es muss ja weitergehen, das sah jetzt vielleicht schlimmer aus, als es hoffentlich letztendlich ist. Hoffe ich sehr. Ich denke schon, dass wir den ein oder anderen Verlust haben. Vielleicht Finn und Cassidy, vielleicht beide. Und somit natürlich die etwas... Ja, ich hätte vielleicht doch eher den gleichen Zug fahren sollen wie die ganze Zeit. Weil ich wurde am Schluss immer belohnt, wenn wir die Kraft nicht benutzt haben. In den früheren Episoden. Es lief immer gut. Man denke nur an die Episode davor, wo wir ein ganzes Drama überhaupt nicht hatten. Jetzt jedoch, ja, habe ich das Gefühl, dass wir quasi alles falsch gemacht haben, was nur falsch ging. Zum einen haben wir uns halt nicht 100% Daniel gewidmet. Wir haben ein bisschen mit Cassidy rumgemacht. Ja, ich fand's halt einfach, das war halt wichtig für Sean. Der braucht auch mal seinen Glücksmoment und so. Und außerdem... Wäre es halt auch schön gewesen, da mal ne, was aufzubauen, bevor man wieder weiterreist. Und ich wollte halt so zweigleisig fahren. Ne? Ich wollte ja auch gucken, ich bin mit Daniel früh ins Zelt gegangen. Ich habe versucht, etwas lockerer zu sein zu ihm. Wir haben mit ihm geübt. Aber das alles hat halt nicht gereicht. Ne? Ach. Das letztendlich hat er sich, das hat man richtig gemerkt, nach dieser einen Entscheidung, hätten wir uns 100% ihm gewidmet, hätten wir quasi das mit Cassidy am Schluss gelassen. Ich denke, dann wäre Daniel eventuell einsichtig gewesen und hätte die Tür nicht aufgebrochen. Und ja, das war das eine Doofe. Und dann eben am Schluss die Sache mit der Kraft, dass ich die benutzt habe. Ja, vielleicht hätte er wirklich Finn erschossen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn er jetzt Finn erschossen hätte, und ich weiß nicht, ob er es getan hat, er ist selbst, also er ist ja selbst Familienvater, ne? Und er muss ja den Boss quasi, Meryl muss ja den Boss quasi markieren, aber hätte er wirklich geschossen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es halt nicht, ne? Vielleicht könnt ihr es mir mitteilen, was ihr so erlebt habt. Ich glaube nicht, dass er Daniel
oder Sean was angetan hätte, weil dafür, ne, als Familienmensch, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Meryl das tut, aber er muss, ich denke, dass er als Boss Sean uns Lektion erteilen wolle. Ich denke schon, dass er Finn eventuell zumindest angeschossen hätte. Und stellt euch mal vor, wir hätten nichts gemacht. Wir hätten dann auch da gesagt, nein, benutzt deine Kraft nicht. Und jetzt gehen wir vom Schlimmsten aus, Finn wäre erschossen worden vor Daniels Augen. Wie wäre dann die Beziehung zwischen Daniel und Sean weitergegangen? Weil wir diesen Tod dann, naja, passiv zumindest zu verantworten haben, weil wir nichts getan haben. Und das wollte ich halt auch nicht. Nur mal um meine Sichtweise da. Also es ging mir nicht darum, das Opfer zu verhindern. Es ging mir halt auch darum, hätten wir danach leben können, wenn wir nichts getan hätten. Ja, letztendlich jetzt natürlich, dass jetzt wahrscheinlich mehr als nur Finn etwas passiert ist, ist natürlich unterm Strich dann doch eher die blödere Entscheidung gewesen. Ich hätte klar sein müssen, dass es eskaliert. Also ich habe einfach wirklich damit gehofft, dass, so wie am Anfang auch passiert ist, die Waffe wurde weggeschleudert und dass wir Meryl zu viert irgendwie überwältigen, aber dass dann halt noch eine Waffe im Einsatz war und ausgerechnet auf Daniel geschossen wird. Damit hätte ich halt auch nicht gerechnet. Und jetzt, okay, die lagen alle bewusstlos da. Ich gehe einfach, ich versuch's optimistisch zu sehen, bewusstlos, ja, und nicht tot. Ich bin echt mal gespannt, wie das in Episode 4 dann losgeht. Also das ist ja jetzt schon eine weittragende Entscheidung am Schluss gewesen. Keine Ahnung, vielleicht wäre es auch so oder so eskaliert. Vielleicht hätte uns Meryl auf jeden Fall entdeckt. Ich meine, ich konnte es ja auch nicht verhindern, dass die überhaupt dahin fahren. Da habe ich auch alles dagegen getan und sie sind trotzdem hingefahren. Ich denke, das hätte, also man hätte so oder so, wäre man da vor Ort gewesen. Aber ja, die letzten zwei Entscheidungen dann, es hätte bestimmt besser ausgehen können. Und jetzt haben wir halt mal das volle Drama-Paket und das volle Spannungspaket. Keine Ahnung, wer noch lebt. Keine Ahnung, wie wir da rauskommen. Verletzt und eieiei. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Und vor allem, wenn Meryl jetzt noch lebt und die werden uns ja dann doch auch suchen, dann oh, das Drama ist perfekt. Oh weia, das kann auf jeden Fall noch was werden. Auf jeden Fall eine sehr interessante Episode gewesen mit der Gruppierung. Na, am Anfang vielleicht ein bisschen langatmig gewesen. Wir haben sehr viele Gesichter kennengelernt, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sehen werden. Weil da unsere Reise jetzt natürlich weitergehen muss. Und trotzdem war es eine interessante Gruppierung, war mal ein bisschen was anderes. Und gerade gegen Ende die Romanze, die Sean mit Cassidy hatte und dann natürlich die Spannung am Schluss, hat das Ganze nochmal sehr, sehr, ja, aufgewertet, finde ich zumindest. War auf jeden Fall unterm Strich eine sehr interessante und spannende Episode. Ja, ich bin echt jetzt gleich auf die Statistik gespannt, auf die Fragen, weil allein daran kann man ja rauslesen, meistens was möglich gewesen wäre und was nicht. Ja, bin ich echt mal gespannt. Morgen machen wir dann gleich weiter mit Episode 4. Die Auftaktsfolge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen trocken, weil wir viel lesen müssen und so, mal schauen. Und wahrscheinlich wird es auch ein bisschen kürzer, weil die hier wieder eine Überlänge genießt. Aber das ist ja meistens so in den Episoden-Finals, schon allein wegen dem langen Abspann. Aber ihr kennt mich, ich überspringe das nie. Das läuft bis zum Ende. War ja auch wieder schöne Lieder. Ich muss sagen, Episode 3 hat jetzt deutlich mehr schöne Songs gehabt. Also klar, davor waren auch schon tolle Songs mit drin. Der ganze Soundtrack von Life is Strange 2 ist mal wieder überwältigend. Aber die von Episode 3, die Songs haben mir bis jetzt am besten gefallen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Bis auf das eine, wo sie da zur Arbeit gefahren sind, das etwas hippige Lied, das hat mir jetzt weniger gefallen, aber alle anderen fand ich sehr, sehr stimmig, auf jeden Fall. Auch der Endsong hier an der Stelle. Ja. Ja, echt, echt krass, also was hier jetzt abging. Und ja, man kann mir natürlich vorwerfen, dass ich mich um Daniel nicht ausreichend gekümmert habe. Dass ich mich zu sehr auf Cassidy eingelassen habe, das ist durchaus, ich würde es aber nicht als Fehler bezeichnen, ich glaube, das war einfach nur, ja, menschlich. Ich meine, auch Sean hat es mal verdient, da ein bisschen sich
ja, mit anderen anzufreunden oder auch gerne mehr. Und ich meine auch Daniel schon davor, bevor wir mit Cassidy da, ne, war ja Daniel auch so ein bisschen mehr auf Finn und wollte auch ein bisschen lockerer sein. Und ich habe mir wirklich für den letzten Abend dann noch so gedacht, ja, vielleicht wäre es halt wirklich jetzt einfach das Ganze mal ein bisschen lockerer angehen. Aber wie gesagt, es wäre ja sowieso darauf hinausgelaufen, dass die dann dahin fahren und dass da irgendein Drama passieren muss. Auch zugegebenerweise ein bisschen sehr viel Drama, dank gewisser Entscheidungen. Aber gut, so ist das Leben. Und wir leben jetzt mit unseren Entscheidungen. Da gibt's keinen Laden oder nochmal versuchen. Das ist mein erster Durchgang. Und wir waren in den Episoden davor stolz. Jetzt haben wir es halt ein bisschen verkackt. Aber ich stehe trotzdem dazu. Vielleicht können wir das in Episode 4 ja wieder besser machen. Sofern noch genügend Leben. Oh Mann. Das ist echt ein böser Cliffhanger. Stellt euch mal vor, wir hätten das damals zum Release gespielt und müssten jetzt 3 oder 4 Monate auf die nächste Episode warten. Da wird man ja dappisch im Schädel. Also Episodenformaten gut und schön. Das ist so eine Sache wie Life is Strange. Passt das auch irgendwie. Aber mit diesen Cliffhangern, ich könnte das nicht. Ich bin froh, dass es morgen gleich weitergeht und ihr sicher auch. Aber nun gut. So, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Müssen wir ein bisschen die Zeit überbrücken. Nach wie vor Livestreams laufen momentan 2 bis 3 Mal in der Woche. Final Fantasy 15 ist unser Hauptprojekt. Wenn ihr Bock habt, schaltet einfach mal ein auf Twitch. Kanalverlinkung findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Des Weiteren habe ich hier auf YouTube die Mitgliedschaft aktiviert, für die, wo es noch nicht mitbekommen haben, für eine kleine Unterstützung. Das ist ähnlich wie bei Twitch, die Subs. Wenn man mich unterstützt, dann gibt es ein bisschen mehr Content, nämlich ein weiteres Projekt, kommt einmal die Woche. Aktuell spielen wir noch Batman Arkham Asylum. Haben wir bald durch, dann gibt es auf Wunsch der Mitglieder, der aktuellen Mitglieder, dann auch schon den zweiten Batman-Teil. Und alle Livestreams auf Twitch werden für Mitglieder abgespeichert, hier quasi als Backup. Also, falls ihr Interesse habt, ich würde mich freuen. Und wie gesagt, als Mitglied bekommt jeder dann auch mal die Möglichkeit, sich quasi ein Let's Play zu wünschen. Dauert natürlich seine Zeit, bis man mal dran ist, ist klar, aber ja, so viele Mitglieder habe ich jetzt auch nicht. Noch kann man auf jeden Fall sagen, es kommt jeder mal dran. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Natürlich kann man hier auch, ist ja quasi nur ein Bonus, ändert ja nichts an meinen sonstigen Content, nämlich hier das Hauptprojekt Life is Strange und das Wochenendprojekt. Demon Streams, daran ändert sich ja nichts. Genauso wie das Together, das ab Freitag wieder losgeht. Freitag beginnt ein neues Together mit Grillen. Natürlich wieder ein Super Nintendo Klassiker Koop. Ich verrate an der Stelle jetzt mal noch nicht, was wir tun, denn wir liebäugeln noch mit 2, 3 Spielen und haben uns noch nicht so 100% entschieden, welches davon es nun wird. Deswegen lasst euch einfach mal überraschen. So. Des Weiteren, das ist jetzt zwar schon eine Woche her, habe ich sämtliche Playlists etc. mal wieder aktualisiert, ein bisschen aufgehübscht. Und die Kanalbeschreibung, alles mal ein bisschen angepasst. Ist wieder alles up to date. Falls ihr auch mal ein altes Let's Play gucken wollt, könnt ihr gerne mal auf dem Kanal gucken. Von A bis Z ist da wirklich alles aufgelistet. Wir haben jetzt schon fast 10-jähriges. Ja, im November feiern wir 10 Jahre Let's Plays. Und ich überlege mir da auch noch irgendwas Cooles, was wir da extra machen könnten. Ja, und jetzt haben wir den Abspann auch tot gequatscht und können nun mit Spannung uns die Statistiken ansehen und erahnen, was da noch möglich gewesen wäre. Auf jeden Fall haben wir die Errungenschaft Treibgut noch bekommen und jetzt schauen wir uns mal die Sachen an.
Du hast Kaffee für die anderen gekocht, nachdem du die letzte Tasse getrunken hast. Ich krieg diesmal gar keine Prozentzahl. Das ist schade, bin ich. Ich bin aber eigentlich mit dem Internet verbunden. Ah, das lädt gerade noch, sehe ich gerade. Vielleicht, ja, leckt da auch gerade irgendwas. Also normalerweise sieht man die Prozentzahlen, die ich eigentlich immer sehr interessant finde. Na gut, ich lese einfach mal weiter. Wenn's gewünschte Tasche konnten nicht eingeholt werden, entweder sind die Server nicht verfügbar oder deine Verbindung wurde unterbrochen. Bitte versuche es erneut. Ja gut, aber dann gucken wir es uns halt ohne die Prozente an. Weil Internet habe ich ja anscheinend ansonsten, von daher keine Ahnung. Na gut, wobei das echt schade ist. Statistiken, neue Ver... Warte mal kurz, muss mal kurz gucken. Weil eigentlich interessiert mich das immer mit den Sachen hier. Moment. Mal gucken, habe ich wirklich kein Internet gerade? Und manchmal habe ich so einen kurzen Internethänger. Eine Minute vielleicht am Tag und dann geht's wieder. Vielleicht ist ja gerade die Minute gewesen. So, ups, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Gucke nämlich gerade auf dem Handy. So. Sorry für den... Nee, okay, also ich habe Internet. So, dann versuche ich hier nochmal einen neuen Verbindungsversuch. Vielleicht geht's ja jetzt. Ah, und siehe da, da haben wir's doch. So. Okay, 49%. Na gut, also man wurde ja noch, ich hätte es vergessen, aber man wurde ja darauf hingewiesen, deswegen verstehe ich nicht, warum das so wenig gemacht haben, aber na gut. 53%, du hast beim Messerwerfen einen Volltreffer gelandet, ja, so schwer war das auch nicht. 89%, du hast versucht, verständnisvoll zu sein, als Daniel Karen erwähnt hat, ja, das fand ich auch mehr als angebracht. 84%, du hast Daniel gefragt, warum er seine Uhr nicht trägt, ja, das haben die meisten getan, aber nur 26% haben Big Joe nicht zurechtgewiesen. Man hätte auch einschreiten können, ja, das wäre natürlich sehr ehrenhaft gewesen, allerdings kann die Ehre schon mal zurückgesteckt werden, wenn der Gegenüber eine Waffe hat, deswegen, ja, okay, ein bisschen weniger gemacht, okay. Deine Ausbeute war durchschnittlich, ah ja, gut, da 57%, man hätte es noch besser machen können, aber durchschnittlich bin ich zufrieden damit. 70%, du hast Daniel beim Geschirrspülen geholfen, sehr schön. 48%, du warst im Lagerfeuer nüchtern. 63%, du bist mit Daniel schlafen gegangen, haben auch die meisten. 65%, du bist vorgedreht, als Daniel Big Joe angegriffen hat. Ja, das macht man als großer Bruder, ne? 64%, du warst gegen den Einbruch. Nur 11% haben sich überzeugen lassen. Ach so. Nee, für den Einbruch und dann gab's noch Überzeugung, okay. Naja, du und Finn seid Freunde geblieben, 87%. Ich hätte mich mit Finn küssen können? Das ist ja interessant. Ich hätte eine Romance mit Finn aufbauen können? Das ist ja krass, okay. Ja, sicher, es gab eventuell schon Gelegenheit. Man hätte ja auch ihn mal zeichnen können und, okay. Ja, gut, aber das, ja. Du hast dir einen Wolf als Tattoo stechen lassen, 65%. Ja klar, was denn sonst, also bitte. 84%, du bist für ein nächtliches Schwimmen mit Cassidy zum See gegangen. 86%, Cassidy war nicht wütend auf dich. Sie wäre garantiert wütend auf mich geworden, hätte ich mich mit Finn auf diese Idee eingelassen. Du hast Cassidy geküsst, dann 64%, 56%, du hast Cassidys Zelt betreten, auch da die Mehrheit, 57%, du hast Big Joes Fahrzeug sabotiert, damit er dich nicht verfolgt. Ja, das wäre natürlich auch nochmal interessant gewesen, wenn zu dieser Szenerie dann auch noch Big Joe gekommen wäre. man hätte es auch ohne Alarm schaffen können, das war klar, naja. Aber gut. 75%, du bist nach Finn reingekommen und Daniel ist bei Meryl eingebrochen. Da interessiert es mich jetzt, was noch passiert wäre. Du bist in Meryls Haus geschlichen, ohne bemerkt zu werden. Du hast Meryl alarmiert, als du dich in sein Haus geschlichen hast. Ja, wir hätten Meryl alarmieren können. Okay, interessant. Du hast die Waffe aus Meryls Safe genommen. Du hast die Waffe aus dem Safe nicht genommen. Ah, wir kamen ja gar nicht bis zum Safe. Deswegen auch die 98%.
Aber schaut euch das an, 86% waren auch dafür, du hast Daniel seine Kraft einsetzen lassen und Finn wurde nicht getötet. Es wäre also wirklich passiert, dass Finn tot gewesen wäre. Wir können nochmal den Rest gucken. Du hast nichts getan und Finn wurde getötet. Du hast nichts getan und Finn wurde nicht getötet. Okay. Du hast Meryl angeschossen und Finn wurde getötet. Wow, also jetzt, ne, ich habe erst gedacht, was für eine grausame Entscheidung war das bitte, aber hier haben wir es schwarz auf weiß. Hätten wir die Kraft nicht benutzt, dann wäre Finn, ich sag mal, höchstwahrscheinlich gestorben. Und wie ich euch vorhin schon gesagt habe, wie hätten wir damit leben sollen? Wie hätten wir uns da noch in die Augen gucken können? Vor allem Daniel mir gegenüber, nach dem Motto, wir haben nichts getan und haben ihn sterben lassen. Und das kann uns jetzt niemand vorwerfen. Man muss jetzt halt einfach hoffen, dass jetzt... ja, die Tragödie nicht größer ist wie ein Verlust. Das wissen wir ja noch nicht, das werden wir dann morgen erfahren. Und aber da haben wir es ja schon. Cassidy wurde verletzt, 65%. Also Cassidy ist anscheinend nur verletzt. Aber wenn da schon steht, du hast die Kraft einsetzen lassen und Finn wurde nicht getötet, dann ist auch Finn nur verletzt, ne? Also allein aus dieser Statistik müssten die beiden ja noch leben. Okay, Daniel ist angeschossen worden. Aber das, also, der wird jetzt nicht tot sein, also das geht ja nicht. Okay, also in dem Hinblick haben wir doch wieder alles richtig gemacht und die Kraft zum ersten Mal mehr oder weniger sinnvoll eingesetzt. Sehr gut. So, jetzt mehr bezogen auf Daniel. Hat morgens auf dich gewartet, 78%. Wurde beim Geschirrspülen geholfen, 71%, hat Sean geholfen, den Kanister zu tragen, 25%, Daniel hat mit Sean über seine Wut geredet, 63%, also sehr, sehr gut, was wir hier wieder an Sozialkompetenzen hier mit Daniel veranstaltet haben. Und das Letzte, Daniel hat seine Kraft eingesetzt, wurde verletzt und hat zurückgeschlagen. Ja, das sind eben die 86%. Ansonsten gäbe es noch, Daniel hat nicht auf Sean gehört, seine Kraft eingesetzt und wurde verletzt. Ja, okay, aber ich denke, da haben wir hier schon genug sich um ihn gekümmert, dass er zumindest da gehört hätte, aber wir wissen es ja nicht 100%. Jedenfalls wäre es aber aufs Gleiche hinausgelaufen. Daniel blieb ruhig, flippte aber nach Finns Tod aus. Ja, natürlich, genau das bleibt uns erspart. Finn wurde erschossen und Daniel ging auf Sean los, 2%. Ja, eben, also gerade das, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, war dann ganz gut, dass es eben nicht so gekommen ist. Also im Grunde haben wir mal wieder alles richtig gemacht. Yay. So, Teaser-Time. This is it, son. You're toast. End of the road. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Allein. Oh shit. Okay, das macht jetzt wirklich neugierig. Was ist jetzt mit Daniel oder Sean? Also mit den beiden. Ist ihm doch mehr passiert? Ist er vielleicht... Aber er wurde verletzt, stand da. Ah, das wird spannend. Leute, das wird interessant. Episode 4 geht morgen los. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann werden wir mehr erfahren. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Let's Play Life is Strange 2. Also, bis denne!